Das Wismarer Schwedenfest. Zum 19. Mal feierte Wismar am vergangenen Wochenende die Zeit, bis 1903, als Wismar noch schwedisch war. Aus den Besatzern von einst wurden die Freunde von heute. Los ging es am Donnerstagabend. Wismar TV präsentierte einen Abend aus der Region für die Region mit lokalen Künstlern und Sponsoren. Die 16-jährige Schülerin Chantal Hase machte mit Gitarre und ganz viel Mut auf der großen Bühne den Anfang. Dann folgte Viktor Marnitz, der Anfang 20-Jährige stammt auch aus Wismar und reist als Straßenmusiker Öxel nun rund um die Welt. Für ihn auch das erste Mal vor so viel Publikum. Liedermacher Carsten Stottko aus Schwerin wurde von Band und Sängerin Lisbeth unterstützt. Zum späten Abend und vor einem vollen Marktplatz rockte dann die Wismarer Band Sabine Fischmarkt, die rockigen Lokalmatadoren, die Schwedenfestbühne. Ein rauschender Auftakt bei perfektem Wetter. Die ganze Stadt feierte, so auch die Kupp-Spieler. Zum 9. Kupp-Turnier begannen 24 Mannschaften mit dem Geschicklichkeitsspiel. Schwedenschach oder auch Wikingerkegeln genannt. Kupp auf der Straße mit Rasenteppich. Klick-Klack, die Hölzer hüpfen und tanzen auf dem Pflaster. Im Finale blieben dann die Teams der Fliegenden Holländer, Ahoy Disco Fischers aus Wismar, die Elbtalaue und Kupp Miro. Auf den beiden letzten Feldern ging es um Platz 4 und 3, während die Disco Fischers mit dem Elbtalaue-Team um den Pokal und das Silber kämpften. Spannende Würfe und ausgeklügeltes Abräumen war da zu bestaunen. Obwohl der Spaß im Vordergrund steht, nahmen alle vier Mannschaften das Finale sehr ernst, sodass am Ende mit kurzer Unterbrechung durch einen Spielmannszug die Sieger feststanden. Kupp Miro holte Bronze sowie Notizbücher und Flaschenöffner, Ahoy Disco Fischers erhielt Silber, den Wanderpokal plus Liegestühle, Flaschenöffner und Notizbuch erhielten die beiden Studenten der Wismarer Hochschule vom Team Elbtalaue. Na dann bis zum 10. Turnier, denn nach dem Fest ist vor dem Fest und im nächsten Jahr findet ja auch das 20. Schwedenfest statt. Auf dem Markt sammelte man sich unterdessen für den Schwedenweg, den Umzug in historischen Kostümen, an dem auch viele schwedische Gäste teilnehmen. Gut gelaunt in verschiedensten Aufmachungen und Uniformen traf man auch viele bekannte Gesichter aus der Stadt. Die Stadtwerke, die niederdeutschen Platznacker, genauso wie Spielmannszüge für den guten Ton und natürlich Soldaten in geschichtsträchtigen Uniformen. Dann war es soweit, unzählige säumten den Umzug die Sagmacherstraße hinunter. Es gab Bonbons und Gummibärchen zum Naschen für die Umstehenden und bunte Kostüme zu bestaunen. Am Ende des Umzuges die Preußen. Naja, ihr geschichtlicher Beitrag zu Wismar war ja auch kurz, vor allem kürzer als der Schweden. Aber sehen lassen konnten die langen Kerls aus Potsdam sich wie all die anderen auch. Insgesamt war es nicht nur ein gelungenes und sonniges, sondern auch eines der größten Schwedenfeste bislang mit über 120.000 Besuchern. Eine gute Übung, denn zum 20-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr müssen dann natürlich wieder alle Rekorde purzeln.